Die Nasolabialfalte kann schon mal einen sehr traurigen Blick mit sich ziehen und die Behandlung hiervon kann sehr natürlich wirken, wenn es entsprechend durchgeführt wird. Hier ist vor allem darauf zu achten, dass die Nasolabialfaltenbehandlung nicht so weit oberflächlich, aber auch nicht so weit nach oben in die Wange hin injiziert wird. Auch in der Tiefe ist es besonders wichtig, weil da ein ganz, ganz wichtiges Gefäß, der die Versorgung durchführt, entlangläuft. Und wenn man hier einen Fehler begeht, dann ist es meistens auch mit größerem Schaden zusammenhängend. Ich denke, jetzt die Risiken gehören aber zu einem Aufklärungsgespräch bei einer Beratung und das Ergebnis ist hier schon mal fertig.